kontaktiert die beiden. Ich freue mich, den nächsten Show-Act ankündigen zu dürfen. Christina Salmen ist Paar- und Sexualtherapeutin. Und ich möchte jetzt mal alle bitten, die da hinten so sitzen, noch ein bisschen näher zu kommen. Denn was sie uns gleich zeigen wird... Also, habt Spaß, macht mit. Christina, viel Spaß. Danke, Christina. Ich bin ganz sprachlos bei dem Ganzen, was gesagt wurde. Und ja, mein Thema ist auf jeden Fall mit Paaren an Sexualität zu arbeiten oder eben eine Idee davon zu geben, worum es eigentlich geht, von den Reden und Hören. Ja. Und bei mir geht es darum, in den Körper zu kommen. Halt mal! Abschütteln. Ja, aber meine Hände sind nicht okay, Sex. Ist auch nicht okay, lustvoll zu sein, laut zu sein. Schiebe ganz ab. Es ist jetzt Zeit, dass wir das gehen lassen. Lasst euch berühren, nur durch die Augen. Spürt, ob ihr anfängt zu kichern, zu lachen. Oder lasst ihr euch wirklich sehen? Ist jemand da? Hat jemand Lust, kurz hier aufzukommen? Dann zeige ich euch was. Oh. Sie macht Tanker! Ich zeige euch die nächste Übung, die ich euch anbiete. Und es ist wirklich hilfreich zuzuhören. Und wenn man redet, kann man nicht zuhören. Es ist oft so, dass jemand gar nicht fragt und einfach berührt. Und es gibt kein inneres Ja. Wenn ich jetzt jemanden gegenübernehme und einfach so, noch wie geht's, ja, und dann aber auch noch bitte was will von der Person, fühlt sich doof, nicht gut an. Also was wir heute üben, ist das, liebe Susanne, darf ich dir den Nacken kommen? Und sie muss sagen, nein, danke. Aber du darfst. Es geht darum, mal das Nein zu lernen. Wir sagen sofort ja. Aber mal Nein zu sagen und dann wirklich zu sagen, was du möchtest. Fangen wir jetzt an zu massieren. Können wir mal so fragen. Obwohl es bei dir, glaube ich, keinen Sinn, ein Nein zu bekommen, aber darf ich dir mal die Tür bekommen? Sag ich ja, bei ihr hilft es nicht viel, ja? Also ich werde da kein Nein bekommen, aber es ist oft so, dass wir eigentlich Nein sagen wollen und es doch zulassen. Und es ist nur eine Übung. Vielleicht sucht ihr euch was aus und der andere sagt, was er wirklich möchte. Nackenmassage. Okay. Aber habt ihr verstanden? Also ihr fragt, darf ich dir? Und der andere sagt erstmal nein und sagt dann, was er wirklich möchte. Wenn es natürlich gerade passt, okay. Genau, wendet euch zu und fragt die Person, darf ich dir? Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn es für euch okay ist, dann genießt es. Und wenn ihr das macht, macht es mit eurer ganzen Aufmerksamkeit, ohne Worte. Berührt. Umarmt, berührt oder was auch immer ihr macht. Wenn ihr ein Handy hier unten massiert wird, dann lasst das zu. Denn die Augen zu und entspannt euch. Und lasst euch von demjenigen, der euch hält, führen.
lässt die Augen zu. Traut euch, geführt zu werden. Seid achtsam mit dem Leben. Und schaut, ob es schwierig ist, denjenigen zu führen, ob er wirklich mitgeht. Führt ihn durch den Raum. Lasst euch ganz weich in die Bewegung gehen.